Je m'appelle Virginie. Ich heiße Virginie Heyer. Ich bin Ökonomin, Gemeindepräsidentin von Perfit, Grossrätin für die FDP, Präsidentin von Jura Bernois Bienne und Mitglied. Ich heiße Tom Gerber, bin Landwirt in Cocconvilliers, bin Grossrat vom Kanton Bern, bin auch schon Gemeinderat gesehen, 8,5 Jahre lang. Und ich bin der Cyprien Louis von La Neuville. Ich bin der Co-Präsident der Grünen vom Kanton Bern. Ich will die Interessen vertreten von der Industrie in unserer Region und den Französischsprachigen vom Kanton Bern eine Stimme geben. Die Landwirtschaft ist natürlich etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich will eine produktive Landwirtschaft, aber auch Klimaerwärmung bekämpfen. Denn ich setze mich für eine Energiewende ein, die respektvoll mit der Natur umgeht und auch, dass die Bevölkerung die Kaufkraft zurückbekommt. Danke. In welchem Fall darf die Schweiz als neutrales Land Waffen liefern? Sehr gute Frage. Ich bin dagegen, dass die Schweiz Waffen liefert. Zum Beispiel für die Ukraine, weil ich bin der Meinung, dass man die Neutralität wahren muss und die Neutralität respektieren. Heisst, man muss beiden Lager Waffen geben und Russland Waffen zu geben, steht außer Diskussion. Also von mir aus gesehen muss man entscheiden, entweder will man Waffen liefern oder Waffen produzieren und dann muss man damit ausgehen, dass sie gebraucht werden. Und sonst, wenn man wirklich neutral sein will, soll man nicht mehr Waffen produzieren bzw. nicht ins Ausland liefern. Ich würde sagen, in einem schlimmen Fall, z.B. bei einem Angriff auf unsere direkten Nachbarn, hat die Schweiz das Recht, Waffen zu liefern. Es ist auch ein Teil unserer Industrie. Welche Rolle hat der Nationalrat bezüglich des Finanzplatzes Schweiz? Der Nationalrat ist natürlich Gesetzgeber vom ganzen Finanzplatz, Regulator. Und wenn man denkt, die Geschichte des Credit Suisse hat er natürlich da schon noch etwas zu tun und zu machen. Der Nationalrat muss Sicherheitsmassnahmen treffen. Man hat das beim Thema Credit Suisse gesehen. Und er muss die Verantwortung für Kontrollen übernehmen. Der Nationalrat muss mehr machen, dass Banken aufhören, fossile Energie zu finanzieren und zu verhindern, dass es in der nächsten Legislatur einen neuen Skandal gibt wie der Absturz vor Credit Suisse. C'était tout juste.